hier an der Heinrich-Metzendorf-Schule in Bensheim und haben heute einen Ausbildungs- und Studieninfotag. Zu diesem Tag erwarten wir etwa 5000 Schülerinnen und Schüler von allen Schulen aus dem Kreis Bergstraße, aus den Abgangsklassen und den Vorabgangsklassen. Alle Schulformen, also von Hauptschülern, Realschülern über Schüler gymnasiale Oberstufen, Fachoberschulen und auch Förderschüler. Davon haben wir jetzt hier in der Nähe 22 Werkstätten bzw. Servicebetriebe. Außerdem haben wir heute etwa 80 Firmen, Institutionen im Haus, die ihr Ausbildungsangebot präsentieren. Und wir haben 7 Hochschulen, angefangen von den Hochschulen in Darmstadt über die in Worms bis nach Mannheim hier im Haus, die ihr Studienangebot präsentieren. Also bei uns ist es oft so, dass die Leute irgendwo aus der Nähe von Darmstadt kommen und dann, wenn sie arbeiten, immer zur Arbeit pendeln und nur zu Hause wohnen und nur während der Uniphase dann mal zur Zwischenmiete irgendwie sich eine Wohnung holen. Und dann kommst du mit dem Geld eigentlich nicht gut hin. Das heißt, hier besteht die hervorragende Möglichkeit für alle Schülerinnen und Schüler, sich zu informieren über Ausbildung, über Studienmöglichkeiten, Kontakte zu Firmen zu knüpfen, vielleicht sogar schon eine Bewerbung abzugeben und diese Kontakte vielleicht hinterher auch auszubauen. Wir haben ganz viele Informationen hier allgemein zu dem Thema Ausbildung. Als Heinrich-Metzendorf-Schule sind wir sehr stolz darauf, dass wir diese Veranstaltung alle 2 Jahre machen dürfen. Sie wird gemeinsam organisiert vom Kreis Bergstraße, der Stadt Bensheim, dem Unternehmerverband Südhessen und der Heinrich-Metzendorf-Schule.